Das ist das Radio Luzern Wochenendmagazin mit den besten Tipps für Sie. Starten Sie mit Radio Luzern jetzt noch besser ins Wochenende und vor allem informierter. Haben Sie schon den aktuellen Ferienpass für Ihre Kinder? Für den Luzerner Ferienpass haben sich 17 Gemeinden zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie während der Sommerferien ein Angebot für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren an. Herzstück ist ein vielseitiges Programm mit Besichtigungen, Aktivitäten und Atelier in und um die Stadt Luzern. Während der ganzen Sommerferien können die Kinder mit dem Ferienpass kostenlos Zug, Bus und Schiff fahren und in Badis und Museen gehen oder Freizeitanlagen nutzen. Den Ferienpass gibt es für die ganze Sommerferie vom 6. Juli bis zum 16. August 2020. Mehr Infos gibt es unter www.freizeit-luzern.ch/ferienpass. Eine Rollertour wäre doch herrlich im Sommer. Lassen Sie sich dazu bei Gaviro GmbH in Horb vom Inhaber Rolli Bühlmann beraten. Wir haben ihn gefragt, welche Roller besonders beliebt sind. Momentan beliebt 125 Kubik und Elektroroller. Was muss man sich unter einem Elektroroller vorstellen? Eigentlich ganz einfach, es ist wie ein Elektroauto, hat einen Akku drin, man kann 220 einstecken und den aufladen. Und was kostet einmal Volltanken mit Strom? Eine Ladung kostet etwa rund 30 Rappen, man kann etwa 60 bis 70 km fahren mit dem. Kann man euch Roller auch leasen? Kann man machen, ab 120 Franken im Monat. Mehr Infos direkt unter 041 340 65 75. Fünfzig Foodstände aus aller Welt, frisch zubereitete Spezialitäten aus 30 Ländern und überall gibt es feine Probierportionen. An diesem Wochenende findet vom Freitag bis am Sonntag im Eiszentrum Luzern das 6. Street Food Festival statt. Am Freitag am 17:45 geht es los, sogar mit Strassenkünstlern und einem Kinderprogramm. Schauen Sie vorbei und geniessen Sie Spitzenfood aus der ganzen Welt. Der Eintritt ist kostenlos. Lust auf selber kochen? Mit hochwertigen Essigen und Öl vom Fass Luzern Neustadt ist es ein Kinderspiel, beste Gerichte zu zaubern. Besuchen Sie die Inhaberin Monika Di Marco an der Pilatusstrasse 33A in Luzern und lassen Sie sich beraten. Aber was bietet vom Fass denn alles? Monika Di Marco. Fass steht hier für Lebensfreude, Lebensqualität, Italianità. Wir sind hier vom Fass und bringen euch zum Kochen und zum Grillieren. Was braucht ihr alles zum Kochen und zum Grillieren? Ihr braucht Öl, Essig, feine Antipasti, feine Pasta. Da kann man wunderbare Gerichte daraus machen. Dazu gehört auch ein gutes Glas Wein. Wenn ihr das gemacht habt, heisst es etwa ein Verdauerli. Auch das findet ihr alles bei uns im Fass. Und was gibt es für tolle Geschenkartikel bei euch? Genau diese Sachen haben wir alles in unseren Geschenken, damit ihr wirklich könnt kochen und verwöhnen. Wir finden Öl, Essig, einfach alles, Spirituosen, Wein. Was das Herz begehrt, kommt vorbei und schaut rein. Mehr Infos unter www.vomfass.ch/luzern-neustadt. Erleben Sie Luzern als Gast im Jahr 1860. Kommen Sie mit den Schauspielern auf einen Spaziergang durch die Touristenstadt Luzern anno 1860. Fließendes Wasser gibt es noch nicht in den Hotelzimmern, aber an der Table Haute geht es zu und her wie im Schlaraffenland. Und die illustren Gäste von Luzern werden verwöhnt. Lassen Sie sich mitreissen von der Katharina Morell und ihrem umtriebigen Leben. Trotz Krieg, Elend und Verlust schafft sie es immer wieder aufzustehen und ihrer Leidenschaft als Gastgeberin nachzugehen. Am Samstag um 4 Uhr geht's los. Tickets können Sie bei der Touristinfo im Bahnhof Luzern kaufen. Erwachsene kosten 25 Franken und Kinder von 6 bis 16 Jahren 10 Franken. Kennen Sie schon Daniele Weinbar Cigar Lounge und Restaurant? Das echte italienische Trendlokal in Luzern bietet frische Spitzenqualität. Und der Inhaber Daniele Abruzzese ist ein echter Italiener. Wir wollen vom sympathischen Gastgeber wissen, warum er zu ihm ins Restaurant kommen soll.
Ja, wenn du Lust hast auf Italianità, dann musst du halt zu mir kommen. Oder? Das ganze Ambiente, das Flair, die Produkte, was wir anbieten. Du kommst um 5 Uhr zum Apero und dann gehst du um 12 Uhr, nachdem du eine Zigarre geraucht hast. Und was gibt es bei euch aktuell auf der Speisekarte? Natürlich unsere Carne Cruda, typisch Rindstartare aus Alba, Piemont. Unsere Cingali-Hose mit dem Salsiccia. Und nicht zum Unterschätzen ist unsere Fassona Piemontese Antrico. Die sind unsere Highlights im Moment. Und wenn jemand einen grösseren Hunger hat, dann kann unsere Freestyle. Das sind eigentlich kleine Schnitte von der Karte, etwa 5 bis 6 Gänge. Ihr seid auch bekannt für Top-Wein. Was darf man weinmässig bei euch geniessen? Spitzel-Ebola aus Toskana, Piemont, aber ganz Italien durch die Band eigentlich. Ja. Und nur mal Top-Produkte. Die meisten Produzenten kenne ich auch selber und da bin ich den Weingut immer besucht. Der Daniele Abruzzese kehrt den Spieß um und fragt unseren Verleger der Roger Givel, warum er denn so oft und so gern ins Daniele kommt. Ich komme ins Daniele, weil es einfach immer super ist. Also man kommt rein, man fühlt sich wohl, man wird super begrüßt. Es gibt zuerst einmal ein Apero, du weißt, was Gäste gerne haben. Du bist einfach ein super, super Gastgeber, Daniele. Ich muss ein riesiges Kompliment machen und ich komme wirklich immer riesig gern zu dir. Und Roger, welchen Wein trinkst du am liebsten? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, du stellst mir immer etwas auf den Tisch und ich weiss gar nicht, was ich trinke, aber es ist immer gut und ich habe auch nie einen grossen Kopf wie am anderen Tag. Mehr Infos gibt es unter www.danielebar.ch. Nach dem tollen 2:1 Auftaktsieg über den FC Basel ist der FC Luzern auf Erfolgskurs. Am Samstag steht bereits das nächste Heimspiel an. Am 17:45 startet das Spiel gegen Servette Genf. Aufgrund der neuesten Vorgaben der Behörden sind Veranstaltungen ab 1'000 Personen ab sofort wieder möglich. So können gemäss FCL-Leitung am Samstag zwischen 600 und 700 Fans im Stadion mitfiebern. Die Plätze werden wiederum unter den Inhabenden von einer Abo-Card von der Saison 19/20 verlost. Hopp Luzern! Radio Luzern wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Mit Radio Luzern starten Sie besser ins Wochenende. Endlich Weekend.